Ewige Rückenschmerzen? Du bist selbst daran schuld. Natürlich, ohne es zu wissen. Wer Rückenschmerzen hat, der ist ein bisschen selbst schuld an der Situation. Das klingt erstmal hart, aber natürlich weißt du das nicht. Sondern du hast dich unabsichtlich in eine Situation begeben, die nicht so dienlich ist für dein gesamtes System. Und deswegen hast du auch diese ewigen Rückenschmerzen, die dich immer wieder einholen. Was ist das jetzt, was du vergessen hast auf dem Weg zur Gesundheit? Ganz einfach, du hast wahrscheinlich vergessen, deine Nerven mal zu mobilisieren. Jahrelang hat man immer gedacht, ja, also Rückenschmerzen kann nur auf Grundlage von Bandscheibenvorfällen entstehen, dass wir dann natürlich eine Bandscheibe haben, die zu sehr auf das Rückenmark drückt, die zu sehr die Muskeln zumachen lässt und dann hast du Rückenschmerzen. Man hat auch gesagt, okay, es könnte auch sein, dass einfach die Gelenke zu sehr abgenutzt sind. Dass es einfach zu Degenerationen kommt, so nennt man das, so eine Arthrose in den Wirbelkörpern. Und die Wirbelkörper werden immer mehr aufeinander gerieben, reiben sich ab. Das spürt man dann, wenn man sich bewegt, rechts, links. Und auch das führt dazu, dass es nicht gut wird. Andere haben gesagt, okay, es kann auch dazu kommen, dass die Rückenmark, der Spinalkanal, zu eng wird. Die Spinalkanalstenose entsteht und diese Stenose dazu führt, dass natürlich die Nerven zu stark komprimiert werden. Auch das ist so eine Idee. Und man hat jahrelang immer nur geschaut im MRT, im Röntgen, okay, was davon finden wir denn eigentlich? Nur hat man dann entdeckt seit einigen Jahren, dass man bei vielen, die ewige und chronische Rückenschmerzen haben, gar nichts findet und die haben trotzdem ihre Probleme, die haben trotzdem ihre Einschränkungen, ihre Schmerzen und können nicht so Kraft und Stabilität aufbringen auf den Rumpf, wie sie sein soll. Und dann ist man davon abgewichen, hat gesagt, okay, das Bild mit den ganzen Erkrankungen, ob Bandscheibe, ob Spinalkanalstenose, ob Degeneration der Gelenke, spielt gar nicht so eine Rolle. Irgendwas muss es doch sein, warum es trotzdem dazu kommt, dass es Schmerzen gibt. Und jetzt bewegen wir uns immer mehr dahin, dass durch die neurobasierten Konzepte und dass durch die Neuroplastizität, was wir immer mehr lernen, jetzt merken, okay, der Nerv scheint einen sehr großen, ausschlaggebenden Raum einzunehmen. Denn Nerven gehen die ganze Zeit von der Wirbelsäule nach ganz unten. Je nachdem, was es jetzt für ein Nerv ist, aber wir haben sehr große Nerven, die bis zur Fußsohle dir alles versorgen. Diese Nerven versorgen dir natürlich dann deine Muskulatur, deine Ansteuerung der Muskulatur, deine Kraft, deine Stabilität, aber natürlich auch, was du überhaupt noch fühlen kannst. Und diese Nerven haben leider die Eigenschaft, dass wenn wir uns nicht viel bewegen, wenn wir sie nicht wirklich ernst nehmen und nicht mobilisieren, sondern immer nur in klassischen Dehnstellungen sind, immer nur auf die Muskulatur aus sind, immer nur wärmen, immer nur zum Beispiel mit manueller Therapie agieren oder mit Massagen agieren, dass davon überhaupt nichts am Nerv ankommt. Weil der Nerv ist ein ganz anderes Gewebe. Er braucht mehr Mobilisation, andere als du durch den Muskel kennst. Er braucht eine andere Dehnung, als du es durch den Muskel kennst. Er braucht einen anderen Stimulus, nicht also durch Wärme unbedingt oder durch Kälte, sondern einen anderen Stimulus musst du ihm geben. Und du musst ihn auch dafür sorgen, dass er nicht so viel von der Umgebung an Druck erfährt. Und das ist sehr wichtig, denn dann kann der Nerv erstmal richtig Kraft dir geben, dich stabil machen im Rumpf. Er kann dafür sorgen, dass deine Gelenke besser beweglich sind. Er kann dafür sorgen, dass dein Fasziensystem nicht verklebt. Er kann dafür sorgen, dass du besser fühlst, also dass du wirklich auch Wärme, Kälte, scharf und auch stechend solche Sachen auch wirklich unterscheiden kannst und fühlen kannst. Du musst jetzt denken, ja, das kann ich doch, aber wie viele Leute erlebe ich, die das nicht gut können? Kann ich dir sagen, aus Erfahrung, dass es nicht so einfach ist, wirklich da zu fühlen, was ist das denn für einen Stimulus, den wir überhaupt noch bekommen? Und was der Körper nicht gut fühlen kann, das kann er auch nicht gut ansteuern. Und wenn das der Nerv dann wirklich auch erledigen kann, dann bist du wirklich in Bewegung drin, dann bist du in Kraft drin, in Stabilität drin und vor allem in Schmerzfreiheit und in Entspannung. Wir können dir dieses System des Nervenmobilisation an die Hand geben, können dich Schritt für Schritt da durchführen, wie du und welche Nerven du für deinen Rückenschmerz gebrauchen kannst und ansteuern musst.
Klick einfach hier auf das Beratungsgespräch. Wir hören uns in einem von unseren Gesprächen. Das ist kostenfrei für dich. Nehmen uns Zeit für dich, hören uns deine Situation an und geben dir schon die ersten Details mit an die Hand, um mal aus diesem ewigen Rückenschmerz rauszukommen. Thank you.